Pikmin 1, New Play Control, dritter Tag. Landen auf jeden Fall wieder im Wald, wieder im Wald der Hoffnung. Hoffentlich heute ein bisschen schneller und zügiger und alles. Ich habe nämlich wirklich wenig Zeit. In Bezug auf, nicht in Bezug auf Pikmin, sondern in Bezug auf Zeiteinheiten in Pikmin. Also nicht im Sinne von Aufnahmezeit, sondern wenig Zeit im Spiel. So. Genau so wollte ich das sagen. Und vielleicht soll ich mal kurz erst die Pikmin rufen, damit das schneller geht. Wie viele habe ich denn überhaupt von euch? 52. Das ist schon mal ein bisschen was. Und insgesamt habe ich 97 auf dem Feld. Nee, Moment, im gesamten Spiel. 66 auf dem Feld. Das ist gut. Ich brauche nämlich 60 für mein Vorhaben. Ihr Gelben, kommt auch bitte gerade mal mit. Ich brauche euch nämlich auch... Und dann sage ich einfach mal, ihr Roten, ja. Hey, das ist der Kraftstoffdynamo. Er sorgt für eine schier unerschöpfliche Energieversorgung. Nun brauche ich mir nur, brauche ich um zur Neige gehenden Energiereserven keine Gedanken mehr zu machen. Ich werde meinen Kampf ums Überleben doch etwas erleichtern. Dadurch. Okay, wie viele fehlen noch? Einer. Ein Roter, bitte. So, die Gelben. Nein! Okay, so sieht das also aus, wenn man keine Batterie mehr hat. Verdammt. Einen Moment. Ups, da habe ich nicht... das sieht ja nicht gerade besser aus. Okay, kurze Aufnahmeunterbrechung. So, ich hoffe, die Batterien halten jetzt einfach trotz der roter Anzeige ein paar Sekunden. Ansonsten habe ich ein Problem. Ihr gelben Pigments, ich brauche euch trotzdem alle. Ich brauche nämlich viele Bomben. Und, naja, Bomben wachsen bekanntlich nicht einfach irgendwo. Dingenskirchen. Ihr versteht, denke ich, was ich meine. Pigments, mitkommen. Ich brauche noch mehr Bomben. Sehr viel mehr Bomben. Der ganze Tag besteht heute nur aus Aufräumarbeiten, die die gelben Pigments leisten müssen. Gelbe Pigments, mitkommen. Und warum ich sie immer Pikminze nennen? Ich habe keine Ahnung. Ist einfach so. Hab ich mir so angewöhnt. Ich weiß, es ist nicht gerade die beste Angewöhnung, aber mein Spiel. So, ihr Kraftstoffdynamo. Und damit wird die Sache erhellt. Und die Kerzen haben ausgedient. Ich habe 3 von 3 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch 2 Teile finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Alles klar. Ihr bleibt bitte einmal kurz da hinten stehen. Ich nehme euch alle mit. Ich habe alle gesagt. So, ihr seid 40 Stück. Das reicht. Ihr geht bitte jetzt mal alle nach oben. Ja, ich habe mir so ein bisschen Plan gemacht, wie ich das Ganze mache. Minimal. 40 dürfen ausreichen, so ganz knapp zumindest. Olimar geht schon mal hier hoch. Und jetzt ruft Olimar erstmal diese ganzen Pikminze. Die hoffentlich jetzt nicht den Typen aufwecken. Sehr schön. Ah, das ist der Stoßdämpfer. Dieses Gerät gleicht die Schwankungen und die Erschütterung aus, die auf einer Raumreise vorkommen. Man gleitet wie auf eine Wolke dahin. Normalerweise. Alles klar. Pikminze, alle mal ran. Nein. Idioten. Das sollte nicht passieren. Egal, es sind 7 gestorben, das reicht. Also es geht. Ihr seid 13, ihr seid 26. Das geht. Ja. Kommt mit. Und bleibet bitte bei mir. Nein. Doofe Kamera. Mitkommen, Pikmin. Ich sehe, dass du liegen geblieben bist. Ich weiß zwar nicht mal, was das ist, aber ich will es auf jeden Fall mitnehmen. Heute noch. Alle dran da. Oh, du da bitte mitkommen. Wehe, transportiert das durch das Wasser. Gut. Alter. Sehr schön. Stoßdämpfer, dieses flotte kleine Gerät stellt sich den Erschütterungen und den Schwankungen, die eine Weltraumreise mit sich bringt, mutig entgegen. Ich habe 4 von 3 Teilen gefunden. Wenn ich nur ein weiteres Teil finden könnte, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Und das haben wir gerade im Schlepptau. Nice.
Läuft also bisher eigentlich doch recht gut. Und naja, ich meine, wir haben erst... wie viel Zeit des Tages vergeudet? Doch recht wenig, möchte ich behaupten. Und trotzdem haben wir jetzt schon an diesem einen Tag 3 Teile eingesammelt, weil wir am ersten Tag einfach so verdammt gute Vorarbeit geleistet haben. Ich brauche euch alle mit den Bomben. Ja, euch 13. Ihr müsst ein bisschen Vorarbeit leisten, die ihr gestern nicht geleistet habt. Es ist ein Viertel des Tages um, deswegen klingelt die Uhr. Legt eure Bomben ab. Warum legt ihr eure Bomben nicht ab? Okay, sehr schön. Idioten-Pikmin. Alle mitkommen. Sehr schön. Die Mauer ist down. Die Mauer ist down. Die Mauer ist down. Ich freue mich. Ich freue mich. Ihr teilt euch kurz auf. Ihr... 3 legen ihre Bomben hier ab. Einer legt noch die... Ich sollte vielleicht einen Pikmin ausrüsten, der auch eine Bombe hat. Na, tut mir leid, Pikmin, ich habe nicht aufgepasst. Und der Rest kommt wieder mit. Und, keine Ahnung. Ihr seid bitte schnell genug. Nein, ich habe alle gerufen. Okay, was ist das denn jetzt überhaupt? Juhu, ich habe den Schützen wieder, ein Geschenk meines Sohnes. Erinnert mich an meinen Sohn, der zu Hause auf Hogwarts auf mich wartet. Oh, wäre ich nur schon dort. Alles klar. Olimar. Ja komm, geht einfach alle dran. Oh, so viele enttäuschte Pikminze. Wie traurig. Sehr schön, sehr schön. Der Schütze, ein Geschenk meines Sohnes, er macht sich bestimmt große Sorgen um mich. Definitiv. Ich habe 5 von 3 Teilen gefunden. Die Leistung meines Dolphins hat sich erhöht. Nun kann ich auch in weitere entfernte Gebiete suchen. In weiteren entfernten Gebieten suchen. So. Wie viele Teile können wir heute noch einsammeln? Ich glaube, es sind nur noch 4, die wir einsammeln müssen. Und die sind eigentlich alle gerade um die Nähe. Das könnten wir schaffen. Alter! Schwede! Das wäre eigentlich schon mega genial. Ihr kommt jetzt alle mit. Es gibt einen Feind zu besiegen. Alle rauf, 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 tötet ihn! Geht doch, geht doch, geht doch, geht doch. Ei Gott. Ihr Roten, kommt bitte alle mit. Es gibt Arbeit für euch. Ihr müsst nämlich jetzt mal kurz hier aufräumen. Ihr macht jetzt mal kurz hier alle platt. Ja, das macht ihr gut. Ihr bleibt hier. Und tötet alle die hier. Nein, macht die Bullbox kalt. Nun macht sie doch kalt. Nein, 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 nein. Ihr bleibt alle hier und kommt mit. Ihr müsst das Teil hier abtransportieren. Die außergewöhnliche Schraube liegt hier nämlich. Ich habe diese Schraube gekauft, weil mir der Verkäufer erklärt hat, dass die außergewöhnliche Qualität für Autonomalpiloten nicht erkennbar sei. Was sie bloß außergewöhnlich macht, ist ein Geheimnis. Aber schau sie dir an. Ist sie nicht etwas Besonderes? Ja, total, Olimar. Deswegen machen sie jetzt auch mal kurz 30 Pigments hier dran. Ich rufe mir noch ein paar Verstärkungspigments. 31, ja, das reicht. Und die kümmern sich jetzt mal bitte... sofern sie das denn hier hochschaffen, um das Teil, was da oben liegt. Ich glaube, das reicht schon. Das braucht nur 20. Sehr schön. Und es sind schon 27 dran. Trotzdem, ihr geht auch alle dran. Was ist das denn? Mein sonderbarer Radar. Jetzt bin ich in der Lage, alle verlorenen Schiffsteile, die sich in der Nähe meines Radars befinden, mit Plus zu ordnen. Das macht doch Hoffnung. Moment. Ich habe hier gerade einige Pigminze, die... nichts zu tun haben. Ich hätte gerne einen Roten, der noch da dran geht. Warum transportiert ihr jetzt die Scheißkäfer ab?
Mir jetzt egal. Aber was soll's? Ich bin einfach gerade nicht in der Stimmung zu singen. Ja. Außergewöhnliche Schraube. Der extra Dreh dieser Schraube ist nur einem wahren Kenner offenbar. Punkt. Ich habe 6 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch 6 Teile finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Alles klar, Olimar. Kommt mal alle mit. Alle, die ihr mitkommen könnt. Ich habe Arbeit für euch. Ihr doofen roten Pigmente. Manchmal verstehe ich die KI nicht, aber ja, soll's. Das sind unmöglich 52. Wo seid ihr abgeblieben? Wo bleibt ihr? Egal. Habe ich Zeit? Habe ich keine Zeit? Ich weiß es nicht. Es sind noch... Wie viele Teile sind es? Egal, ich nehme jetzt einfach alle mit. Das dürfte ja hoffentlich reichen. Was macht ihr da? Und ihr da drüben in der Ecke? Also, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber ich glaube, die KI war in Pigment 2 doch ein bisschen besser. Sonderbar, Radar. Dieses wichtige Teil spürt die anderen verlorenen gegangenen Teile auf. Der Radar wird mit meinem Monitor verbunden und ich kann mir das Ganze dann angucken. Oben oder unten kann ich die Radaransicht vergrößern oder verkleinern. Das wird sicherlich äußerst hilfreich bei der weiteren Suche sein. Ich habe 7 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch 5 Teile finde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Alles klar. Ihr bitte alle mitkommen. Wo auch immer jetzt gerade der Rest ist. Ihr da, du da, auch mitkommen. Wichtig. Zuhören, ne? Wofür brauche ich euch eigentlich gerade? Ich weiß es gerade nicht, aber mir egal. Ihr kommt alle mit. Ihr genau, ihr müsst Zeug töten. Nein. Den Groß machen wir noch zusammen platt. Alle drauf. Oh, jetzt kommen aber noch welche. Als Nachschub. Ja, immer die Blood-Pigments, die noch ein bisschen hinterherhängen. Nein, tötet ihn schneller. Sehr gut. Alle auf ihn. Sehr gut. Ich könnte mich freuen, wenn ich mich nicht so... nicht freuen würde. Wegen Ereignisse an diesem heutigen Tag. Mein Nova Blaster, was ich aber euch nicht erzählen werde. Er gibt einen starken Lichtstrahl ab, der fast alles zerstören kann. Ich bin mir nicht sicher, aber die Broschüre zu diesem Blaster, die zu diesem Blaster gehört, sagt, dass so ein Strahl durch die Strömung der Raumzeit reisen, durch die Sterne fliegen und in den Spalten des Raumes gelangen kann. Alles klar, Olimar. Ihr bitte alle ran. Sofern das möglich ist. So. Ihr anderen, kommt bitte alle mit und bereitet das letzte Teil vor. Was ich folgendermaßen vorhabe. Jetzt hört doch mal... Egal. Ihr alle geht mal da ran. Das ist in Ordnung. Das könnt ihr machen. Und ihr restlichen Gelben. Geht erstmal bitte hier hin. Ich muss euch nochmal kurz aufteilen. Und 2 werfen bitte ihre Bomben ab. Nein, komm her, Pigmen. Ihr seid also Trottel. So. Sehr schön. Und wir haben noch einen Teil. Jetzt fehlt nur noch 1. Alter. Moment mal, stimmt das wirklich? Nova Blaster, dies ist eine Waffe von unglaublicher Zerstörungskraft, die große Sterne in kleine Teilchen zerlegt. Sie übt eine seltsame Anziehungskraft aus. Ich habe 8 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch 4 Teile finde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Ja, es ist wirklich nur noch ein einziges Teil, was uns fehlt heute. Warum? Pigmen. So, leg deine Bombe ab. Alles ist gut. Solange du wild bist. Sei wild, gefährlich und wild. Komm her. So. Folgendes. Es ist jetzt nur noch ein Teil, was zu finden gilt. Danach können wir Pigment sammeln. Deswegen kommt mal alle her, die ihr gerade da so schön dasteht. Wir können gleich noch sammeln. Ich muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass das eine Teil, was ich dringend brauche, eingesammelt wird. Und dafür brauche ich ganz viele Leute da oben. Das reicht noch nicht.
Das reicht immer noch nicht. Das dürfte vielleicht reichen. Ich habe keine Ahnung. So, der Rest darf einsammeln. Der Rest sammelt hier ein. So, und du, weil du einfach hier bist, da. Mach was. Keine Ahnung. Gut, schaffe ich das noch in der Zeit? Dürfte knapp werden. Du, gelber Pikmin. Ihr kommt ein... Komm mit! Sehr schön. Es dürfte noch einen hier mit der Bombe geben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt habe ich das freigeschaltet. So, der Käfer guckt gerade nicht. Warum dreht er sich immer in die falsche Richtung? Gucke mal hier, Käfer. Gucke mal hier, genau. Käferlein. Oh Gott. Tu es nicht. Greift ihn an. Okay. Oh, nur mein Strahlenschutz. Er verwandelt die starken Strahlung im All in weiche Strahlen, die harmlos sind. Deshalb werde ich wie ein Baby schlafen, wenn ich dieses Teil installiert habe. Alles klar, Olimar, aber das wirst du nur, wenn alle Pikmins überleben. Nein. Mitkommen. Wie viel habe ich gerade? 55. Kommt schon. Nein! Oh! Das war leicht dämlich. Alle ran. Na, wo ist dieser eine Pikmin, der gerade fehlt? Wo bist du? Nein. Mitkommen. Idioten-Pikmins! Wo zielst du gerade hin? Nein. Warum zielt er immer auf die Pikmins? Das war früher nicht so. So, ihr alle bitte mitkommen. Sehr schön. Allerdings nicht so ganz, wie ich wollte. Alle drauf. Sehr schön. Und ihr sammelt jetzt bitte alle den ein. Das ist doch echt nicht wahr. Okay, nochmal einen Moment. Rein. Der Controller verbindet sich, alles klar. Und ist da. Bitte alle 30 Pikmin, die ihr hoffentlich noch seid, hier ran. In der Zwischenzeit hole ich schon mal ein paar andere als Verstärkung, damit ihr euch gleich im Transport ein bisschen behilflich sein könnt. Kommt schon, wo seid ihr alle? Nicht gut. Ihr alle mitkommen. 17. Okay, finde ich in Ordnung. Neun. Mithelfen. Ihr alle da mitkommen. 6. 5. 4. 3. Wo seid ihr denn alle? 1. Oh komm, das ist jetzt nicht wahr. Ach Mann. Nein, es haben wieder ein paar nicht geschafft. Also es gefällt mir vom... Ja, das gefällt mir jetzt einfach so nicht, weil, ja... Ich glaube, den Tag mache ich nochmal. Ich meine, das ist ja jetzt wirklich zu schaffen. Das war jetzt wirklich ja... Einfach nur, weil ich zu doof war, am Ende den zuerst zu bekämpfen und dann...
nochmal zu fangen. Heute konnte ich die gelben Pikmin meiner Liste der Entdeckungen hinzufügen. Diese Geschöpfe tragen Steinbomben. Vielleicht kann ich mit ihrer Hilfe Mauern einreißen und neue Durchgänge freilegen. Rote und gelbe Pikmin, genau wie die Steinbombenträger, teilen sich in Gruppen auf, wenn ich B drücke und oder eine Pikmin oder durch längeres Drücken von A festhalte. Ja. Pikmin-Population hat abgenommen. Stark abgenommen. Weil ich dämlich war. Abgenommen. Und ich habe nur 2 zurückgelassen. Ja, das ist schon ein bisschen besser, aber insgesamt habe ich nur noch 49 Pikmin. Das ist nicht gut. Ich muss den Tag nochmal machen. Ganz ehrlich. Tut mir leid, aber das muss sein. Ich denke, das werde ich jetzt auch aber auch ins Let's Play mit reinnehmen. Dann seht ihr auch wirklich mal, wie viel Arbeit jetzt da drin steckt. Also, theoretisch haben wir jetzt das neue freigeschaltet, aber wir machen Folgendes. Moment, ich muss die Taste suchen. Ja, Minus. Zurück zum Titelbildschirm. Gespeichert haben wir ja eigentlich schon. Jetzt sieht das Ganze folgendermaßen aus. Wenn wir uns das jetzt mal im Startmenü angucken, dann sehen wir Speicherstand 2. Gleich. Ah, da. Moment, ich guck mal kurz nach der Anzeige. Oh, doch relativ voll. Und hier können wir zwischen den Tagen switchen. Wenn wir merken, dass wir einen Tag total verbockt haben, dann können wir einfach nochmal zu einem vorherigen Tag gehen und den nochmal erneut durchführen. Und das werden wir jetzt auch im nächsten Part nochmal machen, weil das sehe ich nicht ein, jetzt nochmal wegen den einen Teil dahin zu fliegen. Und ich meine, die Monster sind auch alle tot und wir können eigentlich keine Pigments farmen. Das ist nicht so toll. Und ich hätte gerne wirklich, dass ich das in 2 Tagen maximal abschließe, dieses Gebiet, weil ich das nicht mag. Ich will da nicht nochmal hin. Und ich meine, es geht ja. Na gut, also das machen wir auf jeden Fall jetzt noch gleich mal. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.